Ja, also das Schülerlabor ILUP, so haben wir das getauft, steht für Innovation Lab Uni Potsdam. Und das Innovation ist hier sozusagen ein Programm. Wir möchten innovative Themen, Themen der aktuellen Forschung für Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen zugänglich machen. Das ist unser oberstes Ziel. Wo spielt die Chemie aktuell in der Forschung eine Rolle? Und wie können wir als Schülerinnen und Schüler später im Berufsleben auch daran teilhaben? Also auch Einblick, Berufsorientierung, das ist auch eines der Ziele. Ja. Heute war eine Schulklasse aus Werder hier. Da haben wir uns sehr gefreut. Wir möchten natürlich Potsdamer Schulen ansprechen, aber auch ganz Brandenburg. Aus Berlin kommen auch Schulen und heute eben aus Werder eine 11. Klasse mit insgesamt 15 Schülerinnen und Schülern begleitend mit der Lehrerin. Und die haben hier heute experimentiert und haben eben zum Thema organische Elektronik, also ein Forschungsbereich der Chemie, Solarzellen der nächsten Generation, organische LEDs der nächsten Generation selbst gebaut mit eigenen Händen. Das heißt, dieses Hands-on, das ist für uns ganz wichtig. Das möchten wir den Schülerinnen und Schülern eben vermitteln. Am allerbesten hat mir der Arbeitsschritt gefallen, wo wir selber unsere kleine organische LED bauen durften und die dann auch wirklich funktioniert hat und man hier unter realen Bedingungen bauen durfte und nicht mit dem Chemiebaukasten zu Hause. Solche Chancen bekommt man nicht oft geboten und es war wirklich ein sehr interessanter Tag bisher und wir konnten tolle Eindrücke gewinnen. Wenn man sich für diese Studienrichtung interessiert und allgemein Naturwissenschaften begeistert ist, dann war das wirklich eine tolle Möglichkeit hier, sich weiterzubilden und mal reinzuschnuppern, ob das vielleicht später für einen auch mal was wäre. Diese Bauteile haben sie dann auch untersucht. Das heißt, was bieten diese Bauteile auch für Vorteile gegenüber den klassischen elektronischen Materialien wie LEDs und Solarzellen auf Siliziumbasis? Und hier haben wir dann zum Beispiel so ein Beispiel, hat hier eine Schülergruppe gebaut. Das sieht eigentlich ganz unspektakulär aus. Also ein kleines quadratisches Glas mit einer farbigen Schicht. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Details eingehen, aber das haben Schüler heute selber gebaut und dass es tatsächlich eine Solarzelle ist, das kann man zeigen. Wir haben hier den Motor angeklemmt und zur Verstärkung brauche ich noch eine Linse, aber im Prinzip kann man hier ganz schön sehen, dass mit dieser Zelle und einer Taschenlampe Lichtenergie in elektrische Energie umgewandelt wird und zwar mit organischen Materialien. Das ist das Besondere an diesen Bauteilen. Und diese Experimente haben wir in unserem fachdidaktischen Forschung entwickelt und stellen diese Lehrerinnen und Schülerinnen eben zur Verfügung.